So, nächster Part von Luigi's Mansion 2. E2, doppeltes Dilemma. Ich habe einen Tod-Assistenten gebeten, sich um die wertvollen Exponate im Schloss zu kümmern. Er kann uns bestimmt mehr über das Finstermondstück erzählen. Hoffentlich. Donner und Doria, es ist furchtbar. Die paranormalen Messwerte im Trugschloss steigen und steigen. Solange mein Papst guckt, derartige Kapriolen schlägt, kann ich das Finstermundstück nie orten. Und um meinen Todassistenten mache ich mir auch Sorgen. Im Schloss befinden sich zahllose wertvolle Ausstellungsstücke aus aller Welt. Ich habe einen Todkuratoren ausgesandt, um ein Auge auf sie zu werfen. Aber meinen Messungen nach hat er gerade ganz andere Sorgen, als zu arbeiten. Vielleicht weiß er ja sogar, wo die Geister das Finstermondstück versteckt haben. Und haltet den Haustürschlüssel diesmal gut fest. Klar, los geht's. Na gut, und konnte ihn nicht übernehmen. Dann haben wir den letzten Part gefangen. Und genau gesagt, vorletzten Part. Wow. Ziemlich dunkel. Wow. König Buu. Er erwartet uns. Wow. Der Fußboden hat Spiegelung. Ich muss einmal kurz von 3D-Effekt anmachen. Ich weiß, ihr seht nichts vom 3D-Effekt, aber es sieht wirklich gut aus in 3D. Kann ich jedem empfehlen, das in 3D zu zocken. Gut. Ja, so sieht das in 3D aus. Oh, der Geist hat sich gut versteckt.
Und hier ist doch bestimmt noch was. Irgendetwas ist hier doch noch. Ja. Ein Buch. Ah, okay. Abkürzungen schafft man. Okay, gut zu wissen. Eiszeitausstellung. Oh. Entschuldigung. Wollte dich nicht stören, Elefant. Ich meine Mammut. Ich dachte, den Sternenweg können wir aber. Okay. Das Sternenweg. Ich habe den Tor gefunden, aber ich brauche vor allem das Eis hier wegzumachen. Die Küche anscheinend des Tuchschlosses. Im Kühlschrank befindet sich anscheinend ein Geist. Wie? Oh. Ah, mit dem Huhn. Bon Appetit. Geld, ich dachte, ein Juwel. Ist hier auch eine Truhe. Das war so ein Secret Exit Raum. Meinetwegen.
Und wenn hier was nichts ist, gehe ich. Luigi, wenn ich mich recht entsinne, befindet sich über dir eine Foxstation. Finde sie von dort aus, kann ich den Tor zu mir zurücktransportieren. Okay. Unsichtbare Tür. Ich kann mir was Schönes vorstellen. Den ziehen wir mal ganz schön aus dem Verkehr. So, mein Freund, das leider nicht mehr mitspielen. Ein Geist, der eine Zeitung liest. Okay. Muss wohl die Bild sein. Entschuldigung, aber es müsste sein. Auf einmal irgendwas ist doch. Vor allem da oben ist was. Und wen kann man da später hin? Ich glaube, man muss da später hin. Und das kann ich mir jetzt nicht erklären. Thank you.
Oh nee, die Mumien schon wieder. Vier oder fünf Mumien müssen es jetzt sein. Oh, es sind vier, gut, Glück gehabt. Aber das Feuer, wir müssen das Feuer lenken. So, ich nehme noch eine Mumie, die... Darauf muss man erstmal kommen. Ich habe es zwar aufgespielt, als wären die super, aber eigentlich waren das doch nur Idioten. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Noch ein Tod? Und der Professor Giet sagte doch, dass es nur einen gibt. Befreien wir erstmal den. Ich bin etwas erkältet. Ich weiß, im Sommer erkältet sein. Ist schlimm. Hey. Und wir haben es geschafft. Das Goldstück kommen wir schon nicht ran. Wow. Wie schnell Pflanzen wachsen. Ja, wasch ich mal, Luigi. Ganz gute Idee. Jetzt weiß ich, wie wir diesen einen Tod aus dieser Eiszeit-Ausstellung retten können. Mit dem Holzstück durch Teleporter, dann hier durch, dann anzünden, dann schnell zu hier hin. Und dann kann man das Eishack machen. So, jetzt. So, jetzt müsste es eigentlich befreit sein. Erstmal noch die Truhe öffnen. So. Das hier jetzt den Tod befreien. Uff, endlich frische Luft. Wusste gar nicht, was für ein Mief in so einem Gemälde herrscht. Oh, Luigi, Tag auch. Mann, mit diesem Buß ist nicht zu spaßen, allein dieser grauenhafte Kicher. Hey, danke für die Rettung. Mein Freund ist auch irgendwo eingesperrt. Den müssen wir unbedingt finden. Bitte, der Professor hat dir nicht gesagt, dass wir zu zweit sind? Dieser Spinner, er kann uns nie auseinanderhalten, ob er farbenblind ist oder so. Los, Luigi, wir müssen meinen Kumpel retten. Ich habe gehört, dass der Buho-Obermacker ihn in ein Gemälde eingesperrt hat. Er soll irgendwo drüben in der Urwald-Ausstellung stecken. Okay, gut. Was
passiert jetzt? Nun, das Holz. Der Holz halt noch brennt. Ich schon gleich, wie der Holz hat eh oder schon sein. Dann wir mal mit dem Wasserfall. Wo dann hier auch rauf? Vielleicht frisst ja die Pflanze den Holzscheit. Oh nein, ich habe noch was Besseres vor. Tot, komm her. Ich bin nicht tot gesagt. Ich weiß, tot, komm her. Nicht tot, komm her. Meine Fresse. Das muss schon schlimm sein. Können Sie sich nicht immer von dieser Pflanze fressen lassen? Komm her und flenn nicht. Guten Appetit. Alter. Was ist mein Tod? Schmeckt köstlich. Alter. Wenn ich deswegen Game Over gehe oder so? Das ist ein bisschen hier von die Lösung. Ich stehe jetzt irgendwo auf dem Schlauch. Der Turm muss ja hierher. Gas. So, vielleicht abblitzen. Tut mir sowas von nicht leid. Das war das nicht? Und tot. Hey. Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Die wirklich heute nicht. Ich würde sagen, ich beende den Part.
Naja, bis zum nächsten. Bis dann und ciao.